Hallo und herzlich willkommen zur Pegasus-Snack-Session unserer neuen Rechenzentrumsreihe. Wir haben jetzt ein paar Minuten nach 10 Uhr für unsere neue Eventreihe, die wir starten wollen und werden nun damit beginnen. Es geht heute um das Thema Cloud aus kaufmännischer und rechtlicher Sicht. Diese Snack-Session ist aufgeteilt in zwei unterschiedliche Sessions. Die erste Session, die wir heute durchziehen, da geht es um die generelle Auftaktveranstaltung dieser Snack-Session-Reihe, die aus 6 verschiedenen Sessions besteht. Es geht um die aktuelle Situation im Bereich Hacking, was draußen gerade los ist, mit welchen Angriffsszenarien das man rechnen muss. Und wir werden mit Unterstützung vom Rechtsanwalt Thilo Mertin auch die rechtliche Sicht dieser Situation und des Cloud-Betriebs beleuchten und schauen uns am Schluss ein bisschen das Thema Planung und Vorbereitung einer RZ-Migration an. Die zweite Snack-Session, die Ende Oktober stattfinden wird, wird sich dann um kaufmännische Details, um weitere rechtliche Aspekte, Datensicherung und Vorteile einer Betriebsabsicherung kümmern. Mein Name ist Robert Weininger, ich bin seit mittlerweile etwas über 31 Jahren in der IT tätig, habe 1998 die Pegasus gegründet und wir haben mit unserem Unternehmen mittlerweile 20 Jahre Rechenzentrums-Know-how. Und damit ich das nicht ganz alleine machen will oder muss, habe ich den Thilo Mertin noch eingeladen, der den rechtlichen Teil beleuchtet. Der kann sich natürlich gerne schnell selber vorstellen. So, Thilo, dein Mikrofon ist noch stumm. Ah, jetzt hat. Entschuldigung, jetzt vergessen kann's. Runterzuklappen. Pardon, sorry. Ja, also noch einmal. Mein Name ist Thilo Mertin, bin Rechtsanwalt bei MKM und Partner in Nürnberg und habe mich auf alles spezialisiert, was mit Daten zu tun hat. Das gilt sowohl für Datenschutz, aber auch geistige Eigentumsrechte an Daten oder IT-rechtliche Aspekte an Daten. Das Kurzprofil, was wir da gerade von mir sehen, muss ich etwas korrigieren. Ich habe den Fachanwaltslehrgang im gewerblichen Rechtsschutz absolviert, trage aber nicht den Fachanwaltstitel. Also insofern ist das nicht ganz korrekt, was da vor uns steht. Das ist bei den Anwälten, hält das immer sehr genau. Genau, so viel zu mir. Meine Kontaktdaten finden Sie dort. Wenn Sie im Nachgang nach der Präsentation noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Ja, Thilo, vielen Dank. Dann machen wir gleich weiter in der Präsentation. Vorab noch kurz einige Worte zu unserem Unternehmen. Die Pegasus GmbH ist, wie gerade schon erwähnt, 1998 gegründet worden. Wir haben Stand heute etwas mehr über 45 Mitarbeiter, sitzen in Regenstauf bei Regensburg, betreiben selbst 2 eigene Rechenzentren, wo in etwa 1200 Standorte weltweit von uns betreut und bedient werden. Und in Summe ergibt es ca. 50.000 von uns geschützte Anwender auf in etwa 500 Server in unseren Rechenzentren. Wir selber sind natürlich auch ISO-zertifiziert. ISO 9001 ist heute nichts Besonderes mehr. ISO 27001, hier geht es um die technische Absicherung im Rechenzentrum und haben jetzt aber ganz neu in der Entstehung und das wird tatsächlich noch im dritten Quartal 2021 abgeschlossen werden, dann auch die ISO 27018, wo es speziell um die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rechenzentrum geht, sodass wir hier auch für Sie die richtigen Grundvoraussetzungen zur Verfügung stellen können. Die Pegasus selbst beschäftigt sich sehr stark mit den Cloud und den ganzen Zwischensystemen. Wir sprechen in Verbindung mit unseren Kunden immer über einen 360-Grad-Ansatz, den wir hier betreuen. Wir beschäftigen uns mit der klassischen Erneuerung von On-Premise-Varianten, von reinen Hosting-Strukturen in unseren Rechenzentren, wo ein Mischbetrieb der Anwendungen möglich ist. Natürlich ist auch ein Hybrid Betrieb möglich, wo man zum Beispiel, weil es technisch oftmals nicht anders geht, gewisse Rechenzentrumsdienstleistungen über Microsoft Azure bezieht, aber aus Preis- oder Prozessgründen vielleicht gewisse Dienstleistungen in einem anderen Rechenzentrum
zum Beispiel auch bei uns selbst in den Rechenzentren betreibt, bis hin zu dem, was tatsächlich immer mehr kommt, ein kompletter Full-Cloud-Betrieb, das heißt, alle Applikationen, alle Server, alle Dienste werden komplett in ein Rechenzentrum migriert, sodass die Kunden die lokalen RZ-Systeme abschalten können und die Vorteile der kompletten Cloud-Betreuung dann nutzen können. Die technischen Aspekte werden wir im nächsten Schritt dann uns genau ein bisschen anschauen und den Weg dorthin. Wir wollen aber, um die Grundlagen zu schaffen, jetzt erst einmal mit der rechtlichen Seite anfangen, weil in der Cloud kann man technisch sehr, sehr viel machen. Die Frage stellt sich immer, darf man es denn machen? Darf man es in Deutschland machen? Darf man es im Ausland machen? Wie ist es denn wirklich genau? Und da wird uns jetzt der Thilo das nötige Hintergrundwissen zur Verfügung stellen. Thilo? Jawohl. Jawohl, machen wir das. Ich versuche jetzt mal mit meiner Präsentation jetzt mal zu starten. Ich hoffe, dass das technisch jetzt klappt. Geht nicht. Das war es schon mal nicht. Noch einmal das Ganze. Ah, jetzt hat. Sieht jetzt man die Folien jetzt? Ah, okay. Was? Kommt gerade deine Startfolie, sehen wir, du kannst loslegen. Wunderbar. Genau. Also, vielen Dank für die Ankündigung, Robert. Ich habe meinen kurzen Vortrag. Wir haben ausgemacht, ich versuche das Ganze mal in 15 bis 20 Minuten einen Überblick zu geben. Ich habe gerade dem Kollegen hier intern gesagt, ich könnte auch 15 bis 20 Tage drüber sprechen. Aber es ist also ein kurzer Ritt durch die großen Punkte, um mal das ein oder andere anzuteasern und zu zeigen und vielleicht sogar schon den einen oder anderen Punkt auch aufzuklären. Unterteilt in drei Aspekte. Grundsätzlich mal Grundsätzliches zur Cloud und dass sie datenschutzfreundlich ist. Auch aus Sicht des Datenschützers ein paar rechtliche Grundlagen dazu und ein paar Datensicherheitsgrundlagen aus Sicht des Datenschutzes im dritten Teil. Grundsätzlich gilt, das wissen wir alle, die Cloud geht immer mehr Daten gehen in die Cloud und insbesondere auch große Datenmengen, die auch zur Analyse dienen, die auch Big Data Auswertungen und Ähnliches zur Folge haben oder eine globale Bereitstellung innerhalb von Konzernen. Es werden unglaubliche Datenmengen mittlerweile in die Cloud hochgehievt und es wird wohl nach aller Meinung, allgemeiner Meinung auch immer weiter zunehmen. Leute, die noch restriktiv damit sind oder Unternehmen, die restriktiv damit sind, haben häufig gerade in Deutschland noch Latenzprobleme. Aber es geht auch darum, dass es Probleme der Datenhoheit, um Probleme der Datenhoheit und um Datenschutzbestimmungen geht. Da gilt es natürlich schon, sensibel zu sein für die Themen, aber speziell zu den Datenschutzbestimmungen lernen wir heute sicherlich gleich nochmal was dazu. Es geht vermehrt auch darum, personenbezogene Daten in der Cloud zu verarbeiten. Das ist die Zertifizierung, die der Robert gerade erwähnt hat, die 27.018, die sich speziell mit dem Schutz im Rechenzentrum, also auch von Daten in der Cloud, damit befasst, weil man einfach gemerkt hat, dass das Datenschutzthema immer sensibler wird und man das irgendwie handhabbar und handelbar machen muss. Und um da kurz hier den Begriff kurz zu erläutern, möchte ich sagen, dass personenbezogene Daten alle Daten sind, die ich auf einen einzelnen Menschen zurückführen kann. Das heißt, alle Informationen, die mir Rückschlüsse über eine einzelne bestimmte Person geben, das sind personenbezogene Daten und nur diese Daten sind durch das Datenschutzgesetz geschützt. Heißt umgekehrt, wenn ich diese Daten rauslassen kann, kommt Datenschutz gar nicht zur Anwendung. Kann ich diese Daten komplett anonymisieren, kommt Datenschutzrecht gar nicht zur Anwendung. Das kann durchaus ein Aspekt sein bei Daten in der Cloud, wenn ich Daten in die Cloud hiefe, um solche Sachen mit zu beachten. Grundsätzlich gilt,
auch, dass in der Regel die Sicherheitsmaßnahmen, die ich in Rechenzentren und bei großen Cloud-Anbietern habe, normalerweise die Möglichkeiten übersteigen, die ich als privates Unternehmen on-premise vor Ort mit meinen eigenen Schutzmaßnahmen erreichen kann. Das heißt, auch aus der Datenschutzsicht, wir fordern ja auch den technischen Schutz der Daten, sind in der Regel die Anforderungen in der Cloud leichter erfüllbar, als wenn ich sie on-premise vor Ort halte, wo sie häufig angreifbarer und in nicht so professioneller Umgebung gehostet werden, die Daten. Sicherlich ist es auch, den Punkt hatte ich gerade erzählt, jetzt muss ich gerade mal einen weiterspringen, das gilt vor allen Dingen auch für die Software-as-a-Service-Anwendungen. Das heißt, wenn ich eine lokale Software habe oder ich habe sie in der Cloud entsprechend, dann ist es häufig so, dass die professionell gehostete Cloud-Software-Anwendung da auch eine bessere Protokollierungsmöglichkeit oder sicherheitsbezogene Auswertungen, Schutz vor Manipulationen bieten. Erfahrungsgemäß funktioniert das besser, als wenn ich es entsprechend nur vor Ort in der Anwendung habe. Nicht erspart bleibt einem allerdings, den Anbieter zu prüfen. Ich muss schon schauen, mit wem lasse ich mich da ein, mit wem gehe ich ins Bett. Dazu dienen natürlich Zertifizierungen. Ich muss aber auch schauen, setzt mein Anbieter noch weitere Subunternehmer ein? Wird das Qualitätslevel bei diesen ebenfalls hochgehalten? Wenn möglich, muss ich natürlich schauen, dass ich die personenbezogenen Daten durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie eine Verschlüsselung oder Anonymisierung noch schützen kann. Was mir wichtig ist, was ich heute mitgeben möchte, ist, die Datenschützer sind nicht die Cloud-Verhinderer, sondern tatsächlich glaube ich, dass ich selbst bei einem Datentransfer in die USA oder andere Drittländer außerhalb Europas den Datenschutz in den Griff bekommen kann. Entgegen aller Unkenrufe, EuGH-Urteile und aufsichtsbehördlichen Meinungsäußerungen ist es meines Erachtens rechtlich durchaus möglich, Cloud-Anwendungen vollumfänglich zu benutzen und auch datenschutzkonform zu benutzen. Das mal so als Statement heute hier. Jetzt machen wir einen schnellen Ritt durch die datenschutzrechtlichen Aspekte, die cloud-spezifisch sind. Grundsätzlich sollten Sie sich fragen, wenn ich personenbezogene Daten in die Cloud transportiere oder dort erzeuge oder nutze, dann muss ich mir Gedanken machen, welches Gesetz, welche Rechtsgrundlage mir diesen Datentransport oder diese Datenerzeugung eigentlich erlaubt. Und da habe ich jetzt mal verschiedene Anwendungsfälle aufgelistet, die Sie hinterher auch, Sie bekommen ja die Folien, vielleicht auch da nochmal nachschlagen können. Und zwar, wenn Sie die Daten ausschließlich konzernintern innerhalb einer Unternehmensgruppe transferieren und nutzen und kein Externer damit umgeht, dann sollten Sie über Binding Corporate Rules nachdenken. Die ermöglichen einen globalen Datentransfer innerhalb einer Unternehmensgruppe, wo sich alle Unternehmen nach diesen Binding Corporate Rules verpflichten, entsprechend mit den Daten umzugehen. Und die sind für die konzerninterne Verarbeitung manchmal hilfreich. Werden die Daten in Deutschland und in der EU gehalten und wird auch nur von dort aus auf die Daten zugegriffen, dann reicht uns ein einfacher Auftragsverarbeitungsvertrag. Das ist die einfachste Form und einfachste Möglichkeit, mit einem Rechenzentrumsanbieter wie zum Beispiel der Pegasus an der Stelle zusammenzuarbeiten. Werden die Daten in sicheren Drittstaaten wie zum Beispiel Schweiz, Israel, Kanada, Japan gehalten? Da gibt es noch ein paar mehr. Es gibt eine entsprechende Whitelist-Staaten, die man auch einfach googeln kann, die bei den Aufsichtsbehörden einsehbar sind. Auch da reicht, obwohl es Länder außerhalb Europas sind, ein Auftragsverarbeitungsvertrag. Spannender wird das Ganze, wenn es in nicht sichere Drittstaaten wie USA, China oder Indien geht und dort die Daten gehalten werden oder Subunternehmer sitzen, die von dort aus Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten haben, dann brauche ich nach wie vor den zulässigen, das sogenannte EU Standard Model Contract Set. Dazu gibt es gerade eine ganz neue Version, da muss man ein bisschen darauf achten, dass man jetzt die neueste Version einsetzt. Wenn man sowas schon im Einsatz hat, muss man bis Ende nächsten Jahres darauf achten, das auf die neue Version umzustellen. Und um diese ganzen diskutierten rechtlichen Probleme wie Geheimdienstzugriffe, Patriot und Cloud Act in den USA und ähnliche Dinge in den Griff zu bekommen, muss es eine Abwägung geben, wie hoch die Risiken der Betroffenen sind, also derjenigen, deren Daten ich dahin transferiere, in Abwägung mit diesen aus diesen möglichen Datenzugriffen resultierenden Risiken. Diese beiden Sachen muss ich in Abwägung miteinander bringen und zu einem Ergebnis kommen. Und diese Dokumentation nennt sich Transfer Impact Assessment oder kurz TIA. Das ist im Moment der State of the Art, wenn ich Daten in Drittländer transferieren muss, dass ich diese Zusatzdokumentation zu den EU-Standardverträgen anlegen muss.
Ich habe noch eine andere Möglichkeit, wenn es um seltene, einmalige oder nicht so umfangreiche Datenübermittlungen geht, dann kann ich auch die Einwilligung der Betroffenen einholen. Das heißt, ich kann den Einwilligenden erklären, was genau und wo genau was mit ihren Daten passiert. Und wenn ich die Einwilligung habe, kann auch die als Rechtsgrundlage für einen Transfer dienen. Ich habe es übrigens vorhin am Anfang nicht gesagt, wenn Fragen sind, gerne jederzeit einfach dazwischen per Chat oder ich weiß nicht, ob Sie das Mikrofon technisch aufmachen können, aber sonst gerne auch per Chat. Sind die Verträge geschlossen, sollten Sie sich trotzdem um den Schutz der Daten kümmern. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar spezifische Punkte rausgegriffen, die sich aus der Art der Cloud-Anwendung zum Teil ergeben. Zum Beispiel gerade im Storage- oder IaaS-Bereich sollten Sie immer schauen, wenn möglich, die Daten sogar zu verschlüsseln, was bei operativ zu verwendenden Daten natürlich nur schwer möglich ist. Aber gerade wenn die nur lagern sind, sollte ich über eine Verschlüsselung oder Maschinen- oder anwendungsspezifische Images nachdenken. Speziell, wenn ich mich bei Datensicherungen bewege, ist das ja oft möglich. Damit umschiffe ich dann auch viele der datenschutzrechtlichen Herausforderungen oder wenn ich Abwägungsdokumentation mache, wie in diesem TIA, dann ist es so, dass mir solche Maßnahmen da entscheidend helfen, zu einem positiven Ergebnis zu kommen. Software as a Service. Grundsätzlich gilt hier auch, datensparsam zu sein. Die Daten vielleicht sogar im Idealfall zu pseudonymisieren. Frage, also muss ich wirklich Klardaten reingeben oder kann ich sie vielleicht nur mit IDs oder Nummern versehen in die Cloud laden? In manchen seltenen Fällen wird das möglich sein. Grundsätzlich gilt ein restriktives Berechtigungs- und Zugriffskonzept. Dazu schauen, dass auch der Anbieter oder dessen Subunternehmer damit einbezogen werden bei dem Berechtigungskonzept und zu schauen, dass man da den Überblick behält, wer eigentlich Zugriff auf die Daten hat. Und diese Zugriffsmöglichkeiten, das Berechtigungskonzept ist auch einer der Aspekte, die in diesem Drittstaatentransfer in der Interessenabwägung im TIA mit berücksichtigt werden. Bin ich im Bereich Housing, ohne dass der RZ oder der Telekommunikationsdiensteanbieter überhaupt Zugriff, also der Hoster überhaupt Zugriff hat auf die Daten, dann gibt es eigentlich überhaupt keine besonderen cloud-spezifischen Maßnahmen, weil ich dann der alleinige Herr über die Daten bin. Ich muss natürlich für die physikalischen sicheren Parameter vor Ort sorgen mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen des Rechenzentrumsanbieters. Aber darüber hinaus gibt es keine cloud-spezifischen Maßnahmen, die man da ergreifen muss. Findet das Housing in einem Drittland statt, ohne Zugriffsmöglichkeit durch den Anbieter, brauche ich hier auch wieder das TIA. Das ist allerdings hier deutlich kürzer und weniger aufwendig und sollte in der Regel, wenn ich ein vernünftiges Rechenzentrum mit physikalischen Parametern habe, auch kurz und unkompliziert ausfallen. Grundsätzlich gilt für egal, was für eine Cloud-Anwendung ich habe, das Recht- und Zugriffskonzept sollte geklärt sein, eben auch für Diensteanbieter und Subunternehmer. Und tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn es irgendwie möglich ist, eine Protokollierung einrichten und eine Überwachung von Zugriffen, insbesondere auch von Veränderungen. Gerade bei Software-as-a-Service-Anwendungen ist diese Protokollierung immer wichtiger geworden, auch zu sehen, wenn jemand Daten löscht oder sich Daten kopiert oder exportiert, das zu protokollieren und zu überwachen. Ich habe als Anwalt regelmäßig mit Datenklau, mit Wettbewerbsproblematiken zu tun, wo unzufriedene Mitarbeiter gehen und Daten mitnehmen, wo unzufriedene Mitarbeiter, insbesondere etwas, was ich auch in Administratoren gehen und man sich im Unfrieden trennt, irgendwelche Zugriffe sperren. Also da passieren die dollsten Sachen. Das sind in der Regel auch strafrechtlich relevante Sachverhalte, die wir auch zur Anzeige bei den Staatsanwaltschaften bringen. Aber es ist für das Unternehmen, das natürlich weiterarbeiten muss, immer extrem ärgerlich. Also hier eine Kontrollinstanz einzuführen durch eine Protokollierung ist sicherlich eine Möglichkeit. Und was immer mehr im Kommen ist, sind sogenannte Data Leak Prevention Systeme, wirklich die Datenflüsse noch umfänglicher im Unternehmen zu kontrollieren. Aber das ist sicherlich eine Nummer größer und nicht für das normale Unternehmen mit dem normalen Cloud Computing wahrscheinlich eine Nummer zu groß, würde ich das zumindest im Moment einschätzen. Darüber hinaus ist die Datensicherung immer eine Frage bei den Cloud-Anwendungen. Ich sollte für den Fall einer Insolvenz des Anbieters oder eines anderen Unternehmens in der Kette, das mir den Datenzugriff ermöglicht, also für deren Insolvenz oder aber wenn ich aus technischen Gründen eine Nichtverfügbarkeit der Daten habe, immer eine Datensicherung in einem anderen Kanal, in einem anderen Medium, an einem anderen Ort anlegen. Erfahrungsgemäß ist das speziell bei Software-as-a-Service-Anwendungen manchmal schwierig.
Da sollte man aber unbedingt drauf dringen und das auch in den Verträgen klären und das hinten raus ermöglichen und im Zweifel auch einmal testen, dass das wirklich funktioniert. Wir haben es selber bei uns hier in der Kanzlei mit Office 365 heraus und Veeam, das funktioniert zwar, aber wir haben auch da die Zwei-Wege-Sicherung oder Weitersicherung des Images nochmal an einen anderen Ort, ist dann wieder problematisch, also da hängt es oft im Detail. Da sollte man wirklich schauen, dass das sauber aufgestellt und im Zweifel auch getestet ist und funktioniert. Zur weiteren Beachtung, das Sonstige. Es gibt aus der steuerrechtlichen Sicht die Frage, wann dürfen Sie eigentlich Unterlagen, die für die Steuerung, Besteuerung Ihres Unternehmens relevant sind, in einem anderen Land aufbewahren, was ja beim Cloud Computing häufig der Fall ist. Da hat sich die Abgabenordnung schon ein bisschen flexibilisiert, während das in der Vergangenheit überhaupt nicht ging oder nur mit großen Ausnahmegenehmigungen sind in den letzten Jahren Ausnahmeregelungen dazugekommen in der Abgabenordnung. Und zwar gibt es für die Aufbewahrung innerhalb der EU eine bestimmte Verfügbarkeitsanordnung der Daten. Die müssen in einem Zugriffsbereich liegen und verfügbar sein. Das ist die Detailsregel da. Paragraph 146 Absatz 2a Abgabenordnung. Kann man dort nachlesen. Will ich die Daten außerhalb der EU lagern, brauche ich tatsächlich eine Genehmigung des Finanzamtes nach 146 2b Abgabenordnung. Da ist es also tatsächlich sinnvoll, sich Gedanken drum zu machen, welche Art der Unterlagen ich wohin verlagere, beziehungsweise ob es da vielleicht bei einer Steuerprüfung oder Betriebsprüfung entsprechende Herausforderungen geben kann. Dann ist es immer wieder der Schutz vor dem Zugriff durch die Geheimdienste in der Diskussion draußen. Und viele, man sieht es in den Medien oft, Unternehmen geben die Daten nicht in die Cloud, weil sie glauben, dass diese restriktiven Datenschutzbestimmungen und durch die Zugriffsmöglichkeiten der US-Geheimdienste entsprechend verhindert würden. Das ist nicht grundsätzlich so. Das ist ein bisschen komplizierter dadurch geworden. Das ist der Grund, warum es diese Transfer Impact Assessments gibt, die ich oben beschrieben habe. Aber tatsächlich sind die Aufsichtsbehörden an der Stelle durchaus so wirtschaftsfreundlich, dass sie sagen, wenn ich das tue, was möglich ist, nämlich den Anbieter, von dem Anbieter mir Zusagen zu holen, dass er grundsätzlich versucht, Zugriffe, staatliche Zugriffe zu verhindern oder seine Kunden davor zu schützen, dass er im Idealfall sogar bereit ist, eine schadensersatzrechtliche Freistellung vorzunehmen. Also zu sagen, wenn den Betroffenen irgendwelche Schäden entstehen, halten wir die und das Unternehmen, das seine Daten bei uns hostet, vollständig frei von diesen Schadensersatzansprüchen. Solche Zusicherungen sind sehr hilfreich. Die großen Microsoft, Sage, Salesforce, Workday, diese Anbieter haben in der Regel sich da alle schon bewegt und eigene Papiere dazu entwickelt, die man sich entsprechend angucken kann. Und diese Zusicherungen der Anbieter in Kombination mit der eigenen Dokumentation, mit dem Transfer Impact Assessment, ermöglichen diese Zugriffe, diese Nutzungen, also diese Datenübermittlungen auch in die Cloud, auch bei Zugriffen aus dem US-Bereich, sodass man dort auch datenschutzrechtlich sicher aufgestellt ist. Das ist alles noch nicht so, dass es zu 100% die Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs nach dem sogenannten Schrems II-Urteil erfüllt. Aber es ist so weit und so gut gemacht, dass sie damit bußgeldsicher aufgestellt sind und die Aufsichtsbehörden da an der Stelle nichts unternehmen, solange bis wir wieder eine rechtliche Grundlage geschaffen haben, die das zu 100% sicher macht. Weil die Aufsichtsbehörden auch wissen, dass sie hier die wirtschaftlichen Aspekte hinten raus nicht blockieren wollen. Was habe ich noch? Grundsätzlich gilt, dass sich bei den Verstößen gegen Datenschutz bei den Aufsichtsbehörden und Gerichten in Deutschland und in der EU einiges tut. Auch die deutschen Aufsichtsbehörden, die mit hohen Bußgeldern in der Vergangenheit sehr restriktiv waren, gehen hier immer weiter hoch. Es sind mehrfach schon im Bereich 10, 20, 30 Millionen Euro Bußgelder erlassen worden, zuletzt gegen Notebooks billiger. Waren es 35 Millionen, wenn ich es richtig gehört habe. Die Deutsche Wohnen in Berlin mit 14 Millionen. Diese hohen Bußgelder gehen dann vor Gericht, werden vor Gericht zum Teil reduziert, da gibt es dann die gerichtliche Auseinandersetzung dazu. Das ist also schon relativ häufig der Fall. Aber unabhängig davon wird es auch private Schadensersatzklagen meines Erachtens in Zukunft geben. Das heißt, wenn ich die Betroffenen, deren Datenschutz rechtswidrig benutze, dann haben die grundsätzlich einen Schadensersatzanspruch.
Und wie sich da die Schadensersatzsummen und die Rechtsprechung positionieren, das wird sich erst noch zeigen. Die Schlüsselfälle dazu liegen gerade beim Europäischen Gerichtshof. Da werden wir nächstes Jahr im ersten Halbjahr die ersten Entscheidungen dazu haben. Und dann wird da meines Erachtens eine ganz schöne Welle lostreten und wir werden dazu noch einiges erleben. Ich habe mal einen Link von unserem Blog hier mit reingetan auf der MKM-Datenschutzseite. Da habe ich eine Rechtsprechungsübersicht gemacht, was so auch im Arbeitsrecht und bei arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen vom Arbeitgeber datenschutzrechtlich gefordert wird. Vielleicht mag der ein oder andere da mal reinklicken. Und das war dann aber jetzt auch schon mein Galopp durch die rechtlichen Aspekte der Cloud. Ich hatte es vorhin am Anfang schon erwähnt. Das ist jetzt nur ein kurzes Anreißen und Anteasern der relevanten Aspekte. Wenn da Rückfragen sind, gerne kommen Sie gerne auf mich zu. Meine Kontaktdaten sind in der Präsentation oben drin. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Thilo, für den kurzen Abriss. Also ich stehe. Ich sag mir ja gerne nach, dass Sie immer mit Ihren Fremdwörtern rumschmeißen. Aber ich glaube, bei dem Wettbewerb gewinnen die Rechtsanwälte in deinem Schutz deutlich. Da sind wir ziemlich harmlos an der Stelle. Letztendlich hat es aufgezeigt, dass das Thema interessant ist, lösbar ist, aber man kommt bei einer Cloud-Migration einfach nicht um ein individuelles Gespräch mit einer Fachperson, mit einem Anwalt wie mit dir, mit ihren eigenen Datenschutzbeauftragten, was es alles zu beachten gibt, weil ich glaube, was man dem kurzen Abriss jetzt entnehmen konnte, der Teufel steckt hier deutlich im Detail. Richtig. Also wenn jetzt noch Fragen sind spontan, ich habe jetzt kann gerne auch noch kurz ein, zwei Fragen beantworten, wenn du es zeitlich einrichten willst, Robert. Ansonsten muss ich mich aus terminlichen Gründen dann gleich verabschieden. Nee, wir können das jetzt gerne so machen, spontan, wenn es Fragen an den Herrn Mertin gibt, dann schnell über den Chat rein oder gegebenenfalls Hand heben, dann können wir die Mikrofone freischalten, weil für die zweite Fragerunde steht uns der Thilo danach nicht mehr zur Verfügung. Ist relativ ruhig. Scheinbar hast du das alles so gut erklärt, dass es keine Fragen mehr gibt. Oder die Leute sind so verwirrt, dass es zu falsch war. Alle erschlagen, ja, ich wollte es gerade sagen. Aber ich habe versucht, auf den Folien relativ viel Text zu verfassen, sodass man es auch ein bisschen nachlesen kann. Ja, dann vielen Dank für deine Unterstützung. Was natürlich sicherlich geht, die Kontaktdaten von Thilo Mertin sind in der PowerPoint-Präsentation, die Sie später erhalten werden, aufgeführt. Und falls Fragen gibt, Telefon und E-Mail geht ja immer. Genau, so ist das. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Dann machen wir jetzt weiter. Ich klaue mir die Präsentation wieder zurück. Einen Augenblick bitte. So, Sie müssten jetzt wieder was sehen. Wir machen jetzt weiter mit den Bereichen, die vorhin in der Agenda angekündigt waren. Ganz kurz vorher, weil das wird jetzt immer wieder noch kommen, Begriffsdefinition Private Cloud, Hybrid Cloud und Public Cloud, falls es hierzu Fragen gibt, weil es keine saubere Abgrenzung ist, dann danach auch gerne im Chat stellen. Letztendlich ist es so, dass man bei einer Private Cloud wirklich ein geschlossenes System hat, bei einer Public Cloud wie Azure oder Google, Amazon, AWS, was auch immer, alle Daten in der Cloud liegen, beziehungsweise die Hybrid-Cloud eine Mischform darstellt. Und das ist eigentlich das, was wir heute in der Praxis fast immer bauen. Aus technischen Aspekten gesehen, manche Systeme in der eigenen Cloud lässt und gleichzeitig die Vorteile von großen Cloud-Systemen nutzt, dann spricht man von einer Hybrid-Cloud. Wie ist denn aber eigentlich die verständliche Wahrnehmung draußen von Cloud? Wie schaut es denn wirklich aus? Viele Leute sind der Meinung, da ist alles geschützt und sicher. Hacker haben keine Chance. Alle kümmern sich um alles. Ich brauche selber nichts machen. Die Cloud ist schneller. Die Cloud ist billiger. Was stimmt denn davon eigentlich? Oder ist es so, was der Thilo auch gerade angedeutet hat, in der Cloud, da werde ich beklaut? Kann das sein? Und genau das wollen wir uns jetzt anschauen, vor allen Dingen als Grundlage auch erstmal diesen letzten Punkt. Denn in der letzten Zeit nehmen Sie sicherlich Schlagzeilen in der Presse wahr. Da werden Unternehmen gehackt, da werden Daten verschlüsselt, die verschiedensten Unternehmen sind betroffen. Und bei einem Gespräch mit einigen Kollegen aus der Branche haben wir festgestellt, dass auch in unserem eigenen Kundenkreis solche Dinge immer mehr passieren.
Aktuell ist es so, dass es Untersuchungen gibt, die davon ausgehen, dass durch solche kriminelle Maßnahmen bis zu 3 Millionen Dollar pro Minute weltweit vernichtet werden. Und wenn man sich das mal so vorstellt, da kommt einiges zusammen, was da für ein finanzieller Schaden entstehen kann. Und wir haben dann einmal mit den Kollegen diskutiert und geschaut, was passiert denn eigentlich in Deutschland, und sind dabei auf eine aktuelle Dokumentation gestoßen vom BSI. Ich habe den Link unten reinkopiert und den sollten Sie sich durchaus mal anschauen. Das ist das sogenannte Bundeslagebild Cybercrime 2020, das einmal im Jahr der BSI herausbringt. Und die Zahlen, die Sie im Folgenden sehen werden, beziehungsweise die Eckpunkte, sind aus diesem Bundeslagebild entnommen und dadurch auch nachvollziehbar. Und auch dort sind einige größere Vorfälle aus dem Jahr 2020 aufgeführt, wo es 130 Server beim Automobillieferer erwischt hat, die komplett inklusive Backup verschlüsselt wurden mit dem Tool CI10P, dann mit Prolog Pharmaindustrie im März verschlüsselt, im Juli eine große Handelskette mit 38 Filialen verschlüsselt, im September dann eine komplette Uniklinik über personenbezogene Daten und Patientendaten und Probleme bei der Behandlung in der Zeit, mag man gar nicht drüber nachdenken, weil da kriegt man graue Haare. Es hat einen Spielehersteller schon erwischt, mit Gregor verschlüsselt. Es hat Kosmetikindustrie erwischt, wo alle Server verschlüsselt wurden. Und als krönender Abschluss im Jahr 2020 den AIDA-Konzern. Das hat man am Anfang gar nicht so sehr in der Presse wahrgenommen, weil keiner will das natürlich gern an die große Glocke hängen, weil es auch eine Frage von Image-Schaden ist. Im Fall der AIDA war es aber tatsächlich so, in der Zeit sind ja dank Corona relativ wenige Schiffe gefahren, aber 2 Schiffe mussten stehen bleiben, weil die IT komplett gestanden ist, und auf den verbleibenden 2 Schiffen, die zu der Zeit im Betrieb waren, hat man den ganzen Betrieb auf Papier umgestellt, und das ist natürlich schon heftig, was da für Verdienstausfall drin ist. Jetzt hat irgendjemand noch ein Mikro eingeschaltet und läuft gerade durch die Wohnung. So, jetzt ist wieder ruhiger. Dann schauen wir mal ein bisschen genauer rein. In diesem Bundeslagebild sind für das Jahr 2020 108.000 Vorfälle alleine in Deutschland aufgeführt. Allerdings sind die ein bisschen in Kategorien unterteilt, aber man stellt über den jährlichen Verlauf generell fest, dass wir ca. 10% Steigerung pro Jahr haben, dass wir eine Aufklärungsquote haben von ca. 30%, was durchaus beachtlich ist. Auf der anderen Seite gibt es eine wahnsinnige Dunkelziffer, weil viele Fälle nicht gemeldet werden, weil der Schaden zu gering ist, und bei den größeren Systemen, weil die Leute einfach einen Image-Schaden fürchten. Man schätzt 100-400%, wo tatsächlich nicht gemeldet werden. Das heißt, effektiv sprechen wir irgendwas von 200.000-500.000 Vorfälle im Jahr. Schauen wir dann nochmal ein bisschen genauer rein. Wie sind denn diese 108.000 Vorfälle aufgeteilt? Da gibt es den größten Block mit 82.000 Vorfällen im Jahr 2020 durch Computerbetrug. Das ist jetzt was ziemlich lästig ist, aber was im Gewerbebereich nicht unbedingt die große Angst macht. Was ist da gemeint? Da geht es halt darum, wenn jemand bei eBay ein iPhone 12, ein neues, bei irgendjemandem kauft für 200 Euro und er zahlt und er wundert sich am Schluss, dass er das Gerät nicht bekommt, dann fällt es in diesen Bereich rein. Das ist so Kleinkriminalismus, der sicherlich lästig ist und für den einzelnen Betroffenen auch problematisch ist, aber nur minimale Auswirkungen unterm Strich hat. Der zweite Bereich ist Datenfälschung. Das ist eine Geschichte, die immer mehr zunimmt, wo Daten bewusst gefälscht werden, weil sie zum Beispiel in Rechtsstreit verwendet werden sollen, weil sie beim Arbeitgeber irgendwelche Daten fälschen, um andere Ziele zu erreichen, sei es Provisionsabrechnung oder sonst was. Das nimmt immer zu. Das waren ca. 10.000 Fälle im letzten Jahr. Und die letzten beiden Bereiche, die auch im Gewerbebereich eine immer größer werdende Rolle spielen, ist das Ausspähen von Daten. Das waren ebenfalls etwas über 10.000 Vorfälle.
Und hier geht es darum, dass sich ein Hacker Zugriff auf ihr System verschafft, die Daten abzieht. Klassiker, was man gerne mal hört, sind dann solche Themen wie Kreditkartendaten werden geklaut, werden im Darknet verkauft und das wird oft auch zum Geldverdienen gemacht. Also man klaut den Personen Daten und sagt dann entweder, lieber Betroffener, gib mir 0,2 Bitcoin und ich garantiere dir, dass deine Daten nicht veröffentlicht werden, klassische Erpressung. Oder die zweite Variante, die gerade bei Kreditkartendaten, die werden dann im Internet, im Darknet verkauft. Und Sie können heute aktuell gültige Kreditkartendaten, 5000 Stück, für einige wenige 100 US-Dollar im Darknet erwerben. Also da hat sich eine richtig große Plattform und Shopping-Systeme aufgetan. Und dann kommt der vierte Punkt, Datenveränderung, Computersabotage. Und das ist das eigentlich, was am meisten zunimmt von der Steigerungsquote, aktuell mit 18%, ist aber auch am ertragreichsten für die Hacker. Und deswegen geht man davon aus, dass diese Vorfälle noch massiv zunehmen werden. Und das ist das, was gerade im Unternehmensbereich den Leuten richtig wehtut, weil das sind dann diese klassischen Vorfälle, wo dann mal eben schnell ein paar hundert Server verschlüsselt werden. Wie läuft denn sowas eigentlich ab, wenn Sie betroffen sind? Die Leute kaufen meistens im Darknet sogenannte Zero-Day-Exploits. Ein Zero-Day-Exploit ist eine Softwarelücke, die bekannt geworden ist, die im Darknet gerne mal verkauft wird, die aber der Hersteller noch nicht kennt und daher auch noch kein Update zur Verfügung gestellt hat. Das ist im Prinzip, jeder Softwarefehler ist erstmal eine Zero-Day-Lücke bis zu dem Tag, wo es der Hersteller weiß und wo er ihnen ein Update bauen kann. In dieser Zeit ist natürlich ihr System ungeschützt. Bei den Gesprächen mit den Kollegen aus der Branche haben wir festgestellt, in einer Gruppe von 10 IT-Unternehmen, dass wir in Summe 14 Vorfälle hatten. Von diesen 14 Vorfällen kamen 2 über FortiGate VPN-Clients rein, 2 über SonicWall SSL und 1 über ein Citrix SSL-Gateway. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass diese Systeme per se, diese Hersteller, die ich gerade erwähnt habe, schlecht sind. Im Gegenteil, ich glaube, dass es egal ist, weil früher oder später erwischt es jeden. Heute ist es eine FortiGate Firewall, morgen eine SonicWall, übermorgen ist es eine Barracuda und am Schluss eine WatchGuard oder Cisco, Juniper, was auch immer. Irgendwann wird es jeden erreichen. Und wenn die Leute dann, in dem Fall von den SSL-Gateways, war es so, dass die dann auf Client-PCs gelandet sind und dann mit dem Anwender zusammen auf Terminal-Server in der Firma gegangen sind. Auch wenn dieser Anwender keinen privilegierten Zugang hat, weil er halt nur ein klassischer User am Terminal-Server ist mit eingeschränkten Rechten, kann man ihn nutzen. Da gibt es so kleine gemeine Tools wie Mimikatz zum Beispiel, das kann ich als Anwender ohne große privilegierte Rechte am Terminal-Server starten und dieses Tool nutzt mehrere schwächenbekannte Systeme in den Terminal-Servern aus, liest alle User aus, die an diesem Terminal-Server angemeldet sind, auch die Administratoren und jetzt kommt's und schreibt rechts daneben das Kennwort im Klartext hin. Und das ist das, was so erschreckend ist, weil in dem Moment, wo die Leute einen administrativen Account haben, gehen die dann als im dritten Schritt her und manipulieren erst einmal das Backup. Weil normalerweise haben sie ein Backup, sie schauen vielleicht noch ins Logbuch rein, da steht drin, was weiß ich, 50 Server gesichert, so und so viele Dateien, alles in Ordnung. Das Backup wird dahingehend aber so manipuliert, dass die Server gesichert werden, aber eigentlich leere Dateien gesichert werden. Das heißt, wenn Sie auf die Schnelle nur mit einem kurzen Augenblick in das Log reinschauen, steht drin, Sicherung erfolgreich gelaufen. In Wirklichkeit sichern Sie leere Dateien. Das führt dazu, dass Ihr System mit einer entsprechenden Retention Time von 28 Tagen, was üblich ist, 28 Tage lang leere Dateien sichern. Wenn Sie eine Retention von 28 Tagen haben, wird am 29. Tag Ihre letzte Sicherung, die Sie hatten, mit einer leeren Sicherung überschrieben. Genau diesen Zeitpunkt warten die Hacker ab,
verschlüsseln dann bevorzugt Freitagnachmittag die ganzen Server. Freitagnachmittag deswegen, weil da merken es die Leute nicht so schnell und können nicht eingreifen, weil da arbeitet fast keiner mehr. Und wenn die Server verschlüsselt sind, wird freundlicherweise ein Erpresserschreiben ausgedruckt, das auf den Netzwerkdruckern rauskommt, wo dann halt einmal aufgeführt ist, bitte zahlen Sie 150.000 Euro in Bitcoins an folgende Adresse. Wenn die mitbekommen, sie sind auf einem deutschen Server, dann schicken die das Erpresserschreiben freundlicherweise auch gleich in Deutsch. Und dann ist natürlich die große Panik angesagt, wie geht es denn jetzt weiter? Bei diesen Vorfällen, wo ich gerade erzählt habe, war es so, dass bei einigen die Leute tatsächlich gezahlt haben, weil ihnen einfach zu sehr das Wasser an der Brust stand, an der Kehle stand. Interessanterweise bekommt man von manchen dieser Hacker danach auch eine Bedienungsanleitung, wo sie beschreiben, wie sie denn reingekommen sind und wie hätte man das Ganze verhindern können. Auf dem aufgeführten Link von heise.de, da ist auch ein bisschen Hintergrund aufgeführt, wie denn sowas in der Praxis funktioniert. Aber das ist die gängige Variante, die passiert. Es ist ein trauriger Trend, der hier abgeht, aber wir werden ihn nicht verhindern können. Weil die Cyberkriminalität nimmt zu. Das ist Fakt. Vor einigen Jahren haben wir als IT-Dienstleister uns hingestellt und haben gesagt, wir schützen Sie vor Cyberangriffen. Heute bin ich hier als Unternehmer und Geschäftsführer von IT-Security-Unternehmer etwas zurückhaltender mit meiner Aussage, weil wir aufgrund des komplexen Systems es nicht garantieren können, dass unsere Kunden betroffen sind. Da muss man ganz ehrlich und nüchtern damit umgehen. Die Frage ist nicht, ob sie angegriffen werden, sondern die Frage ist, wann sie angegriffen werden. Und das Einzige, was man dagegen machen kann, ist, das System so weit zu optimieren, dass es den Hackern schwerer, richtig schwer gemacht wird und dass, wenn man betroffen ist, dass die Auswirkungen bei so einem Vorfall nicht so schmerzhaft sind. Und genau diesen Punkt benutzen wir zurzeit auch bei den Planungen für unsere Cloud-Migrationen bei unseren Kunden, weil wenn wir die Systeme reinmigrieren zu uns, dann planen wir natürlich diese Punkte gleich mit ein. Letztendlich planen, nehmen Sie sich wirklich viel Zeit dafür. Sie werden am Schluss noch ein paar Detailauflistungen sehen. Testphase, Planungsphase, Migration. Ganz grober ketzerischer Abriss von der Geschichte. Die Details folgen jetzt. Wie verschaffen wir denn uns denn aber auch die Grundlagen, die wir brauchen für diese Planung? Das Ganze machen wir mit ITQ. ITQ ist ein Überprüfungssystem für Ihre IT, welches sich an den Regulierungen oder an den Empfehlungen des BSI entlang hangelt. Das heißt, es gibt einen sogenannten BSI-Grundschutz, der ist aufgeteilt in 14 Kategorien und da hat das Bundesamt für Informationssicherheit einen Katalog aufgestellt, wie ein System installiert und eingerichtet sein sollte, damit es sicher ist. Dieser Katalog mit diesen 14 Teilbereichen, Sie sehen es an der Agenda, auf der Auflistung auf der linken Seite, Kapitel 1 bezieht sich um IT-Sicherheitsmanagement, Kapitel 5 zum Beispiel um VPN, WLAN, Kapitel 10 um Notfallvorsorge und so weiter. Und diesen Maßnahmen- und Empfehlungskatalog nutzen wir als Grundlage und der wird mit einer Online-Plattform, wo Sie hier einen Bildschirmauszug sehen, mit dem Kunden durchgegangen. Der ganze Vorgang dauert in etwa einen guten Tag, weil es doch ein ziemlich umfangreiches System ist. Aber am Schluss kommt eine Bewertung raus, wie Sie denn in diesen 14 Kriterienbereichen abschneiden. Das heißt, bei diesem Beispiel wurde Kapitel 1 zu 100% erfüllt, Kapitel 5 zu 100%, Kapitel 8 zu 85%, was einen rein rechnerischen Mittelwert von 97,12% ergibt. Das wäre die Idealversion, der Traum, wie wir es uns gerne vorstellen würden, es bei unseren Kunden zu finden. Es ist natürlich leider nicht die Realität, die sieht tatsächlich anders aus. In der Praxis ist es so,
dass wir maximal bei 50% im Schnitt liegen bei unseren Kunden. Das ist tatsächlich das Bild eines unserer Kunden, wo wir eine relativ gute IT vorfinden. Wir liegen im Schnitt so zwischen 35% und 55%. Wir hatten schon negative Ausreißer nach unten, wo es noch schlimmer war. Wir hatten auch schon ein paar positive Ausreißer nach oben. Aber an der Variante 7 einfach, dass deutlich Luft ist, um die Systeme abzusichern. Weil alles, was hier grau ist, ist eigentlich ein potenzielles Einfallstor auch für einen Hacker, der ihnen danach das Leben schwer macht. Der Vorteil an dieser ITQ-Basisprüfung ist, dass am Schluss Maßnahmenempfehlungen rauskommen. Die beziehen sich ebenfalls wieder auf diese 14 Grundkapitel. Sie sehen rechts in der Tabelle zum Beispiel Punkt 1, Punkt 1, erstellen Informationssicherheitsleitlinie, bezieht sich tatsächlich auf das Kapitel 1, Punkt 1 im BSI Grundschutz. Die letzte aufgeführte Zeile zum Beispiel 7.3 auf die Richtlinie zur Löschung und Vernichtung von Daten, auch ein Punkt, der im Bereich Hinblick personenbezogene Daten, GDPDU und so weiter eine Rolle spielt. Und mit diesen Handlungsrichtlinien gehen wir dann in eine weitere Planung rein und definieren Arbeitsschritte, die für den Kunden notwendig sind, dass man das System vor einer Cloud-Migration erstmal sauber auf die Füße stellt. Es werden entsprechende Aufgaben verteilt. Was macht der Kunde? Was kann eventuell durch Unterstützung der Dienstleister sein? Das System ist aber auch so aufgebaut, dass sie ihre anderen IT-Dienstleister mit einsetzen können. Weil diese Dokumentation, die rauskommt, hat irgendwas zwischen 60 bis 80 Seiten in der Summe, wo sie die Handlungsrichtlinien genau beschrieben finden, was zu tun ist, um die Sicherheit entsprechend in dem System nach oben zu fahren. Und mit dieser Handlungsgrundlage, mit dieser Priorisierung der ganzen Aufgaben gehen wir dann rein und können noch zusätzlich 40 weitere Maßnahmen mit anbieten, wo es darum geht, dann das Backup speziell abzusichern, die Authentifizierung abzusichern, weil zwei Punkte haben sich bei den durchgeführten Hacking-Angriffen als die Hauptpunkte herausgestellt. Das eine war das Thema Backup, wo die Kunden oder die Leute durch vorhandene Kennwörter, die sie sich ergattert hatten, das Backup so weit manipulieren konnten, dass es nicht mehr brauchbar war. Da kann man entgegenwirken. Es gibt mit Veeam 11 eine neue Funktion, die nennt sich Immutable Storage, wo ein Backup auf ein schreibgeschützte Linux-Appliance gebracht wird, um es dort sicherzustellen, dass die Backup-Daten eben nicht gelöscht werden für einen gewissen Bereich, kann man dann zum Beispiel einstellen für 3 Monate. Es führt dazu, dass ich dann immer noch ein Backup habe. Und der zweite wichtige Punkt, der sich herausgestellt hat, ist das Thema Authentifizierung, gerade 2-Faktor-Authentifizierung. 2/3 der Fälle hätte verhindert werden können, wenn zumindest für die administrativen Konten eine 2-Faktor-Authentifizierung eingeführt werden worden wäre, weil wenn ein externer Hacker ein Kennwort von einem administrativen Zugang hat, aber er hat vielleicht nicht den 2. Faktor, weil der per SMS aufs Handy gespiegelt wird oder mit der Microsoft Authentication App genutzt wird, dann sind die relativ schnell an einer Grenze, dass die nicht mehr weiterarbeiten können. Und in diesem 40 Maßnahmenkatalog werden dann noch weitere Sicherungsgrundlagen geschafft, um diese Auswirkungen von Hacking-Angriffen zu minimieren oder zu verhindern. Und damit können wir dann in eine Planungsphase reingehen. Was muss da alles beachtet werden? Und das sind jetzt eigentlich die Details zu der Liste mit Planung. Da gehört eine Inventarisierung und Bedarfsanalyse dazu. Da gehört eine Analyse des Thema Backup dazu. Ganz wichtiger Punkt, Anbindung. Wie werde ich denn an die Cloud angebunden? Per VPN, per Standleitung, SD-WAN oder Zero Touch? Kommen wir dann auch noch im Detail dazu. 2-Faktor-Authentifizierung, wie binde ich Office 365 sicher mit ein, wie binde ich Drittgeräte mit ein, und da gehören auch tatsächlich Drucker dazu, weil es wurden auch schon Drucker für Hacking-Angriffe
als meinen die Mittelattacke genutzt. Da kann man unheimlich viel Schindluder treiben. Da gehört das Thema Dienstleistungskontingent mit dazu. Wer macht denn eine Cloud-Migration? Wie viel macht der Kunde selber? Was macht der Dienstleister? Welche Dienstleister braucht man noch zusätzlich von anderen Softwarefirmen, die eventuell involviert sind bei einer Migration, bis hin zu Admin- und Anwenderschulung. Und der letzte, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das Thema Awareness-Training. Wie sensibilisiere ich meine Mitarbeiter, dass die keine Fehler in der Bedienung machen, die letztendlich auch wieder zu Sicherheitsvorfällen führen? Und all diese Themen werden in den nächsten 4 Cloud-Sessions, die Inhalte sehen wir dann auch noch in der Folie, in den nächsten Wochen jeweils immer donnerstags um 10 Uhr vorgestellt, ein bisschen aufgeteilt nach verschiedenen Themen, sodass es am Schluss ein rundes Bild ergibt. Möchte aber aufgrund der aktuellen Situation einen Punkt schnell herausstellen. Das ist das Thema Zero Trust. Wenn es um die Anbindung von den Systemen geht. Im Normalfall haben wir ja in unserer klassischen Denke unser normales Netzwerk im Haus. Wir haben vielleicht die User per VPN angebunden. Bei den Vorfällen, die ich gerade beschrieben habe, war es aber immer so, dass die Leute zu 50% über VPN-Zugänge der User reingekommen sind, weil ein überalterter VPN-Client drauf war, weil die Firewalls werden zwar immer gerne aktualisiert von den Dienstleistern oder von den Kunden selber, aber die VPN-Clients auf den Notebooks draußen, die werden gerne mal vergessen. Und deswegen gibt es ein neues Konstrukt, das man vielleicht so ein bisschen in der Fachpresse schon wahrgenommen hat, im letzten Jahr relativ oft, und das ist ein sogenannter Zero Trust Access. Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Im Netzwerk wird erst einmal immer jeder als Feind wahrgenommen oder angenommen. Das heißt, alle Netzwerkgeräte, egal ob zu Hause oder im Internet draußen, sind unser Feind, weil ich transparente Zugänge wie VPN vermeiden will, weil das viel zu oft als Hintertürchen genutzt wird. Und dann arbeitet das System so, dass jedes Gerät, jeder Netzwerkdatenverkehr und jeder Benutzer authentifiziert werden muss. Das geht natürlich automatisch. Aber wie funktioniert das Ganze in der Praxis, wenn man es macht? Am Beispiel von Barracuda Cloud Gen Access, was die Zero Trust Lösung aus der Cloud von Barracuda ist, wo mit einer speziellen Softwarekomponente auf jeden PC, und da spielt es jetzt keine Rolle, ob der zu Hause steht im Homeoffice oder in der Firma, da wird erstmal das Gerät mit einer Plausibilitätsprüfung überprüft. Das heißt, ist es wirklich ein PC, der zum Beispiel auch Domänenmitglied ist? Ist da ein aktueller Antiviren-Client drauf? Ist da eine Web-Security drauf? Wie wird Traffic Interception gemacht, bis hin zur Authentifizierung? Erst dann, wenn diese Punkte den Vorgaben des Unternehmens entsprechen, weil es zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für den externen Zugriff erfordert, erst dann wird der Zugriff auf die Applikationen freigeschaltet. Und in dem Fall bedeutet es tatsächlich nur auf die Applikation, weil dann wird halt nur zum Beispiel der Terminal-Server-Zugriff auf eine gewisse Applikation, zum Beispiel das Warenwirtschaftssystem, ermöglicht, oder es wird der Zugriff auf einen E-Mail-Server ermöglicht oder auf ein Webportal, internes Intranet, was auch immer. Und die Beschränkungen sind wirklich so hart, dass jede Applikation selbst angemeldet werden muss. Das ist natürlich administrativ erstmal aufwendig, aber es hinterlässt halt keine offenen Scheunentore, weil durch die Plausibilitätsprüfung und die strenge Regulierung ist wirklich nur das erlaubt, was ich wirklich brauche. Und wenn der User die Voraussetzungen nicht erfüllt, weil das System zum Beispiel nicht aktuell mit Windows-Updates versehen ist oder der letzte Adobe-Update nicht eingespielt ist, dann wird kein Zugriff erlaubt. Das System wird erstmal in einen Wartungsmodus gebracht, dass er die Updates machen kann, und gestartet erst danach einen Zero Trust Access auf die eigentlichen Applikationen. Und das wäre es dann eigentlich schon mal gewesen für die erste Snack-Session zum Bereich kaufmännische und rechtliche Aspekte bei einer Cloud-Migration.
An der Stelle wären wir jetzt bei den Fragen. Also wenn Sie Fragen haben, gerne in den Chat reinposten, beziehungsweise per Mikrofon. Die Kollegin müsste uns jetzt netterweise die Mikros einschalten. Schauen wir mal, ob das klappt. Ansonsten ist es natürlich so, dass Sie auch die bekannten Ansprechpartner bei uns ansprechen können, per Mail, per Telefon oder was auch immer. Wir haben zu dem Thema eine zweite Session, wo es nochmal detaillierter um rechtliche Aspekte geht. Wir werden uns mit der Betriebsabsicherung und rechtlichen Konsequenzen auseinandersetzen. Welche Vorteile hat es, wenn die Betriebsverantwortung nach außen verlagert wird an einen Dienstleister? Wir werden uns das Thema ITQ nochmal ein bisschen genauer anschauen. Die weiteren technischen Aspekte, die eine Rolle spielen werden in den nächsten Cloud-Sessions, das sind die Session 2, die ist am kommenden Donnerstag. Hier geht es um Hybrid-Public-Cloud-Lösungen mit Open Nebula, das System, das wir bei uns im Rechenzentrum einsetzen. Welche Vorteile bietet es? Wie kann so ein System auch Vorteile für Sie oder ein Ersatz für Ihre lokale Variante genutzt werden? Technisch sehr, sehr interessanter Vortrag, unterstützt von einem Spezialisten, den Herrn Mangelkramer aus diesem Bereich. Die dritte Session am 7. Oktober, da geht es um Container-Virtualisierung Kubernetes. Im Prinzip der Nachfolger oder die logische Fortführung von klassischer Server-Virtualisierung. In der Session am 14. Oktober geht es um das Thema Backup Disaster Recovery in der Cloud. Was kann man da machen? Was ist State of the Art? Wie kann man mit zusätzlichen Funktionalitäten wie Immutable Storage, der neuen Funktionalität von Veeam, noch zusätzliche Sicherheit reinbringen, sodass man nicht abhängig ist bei Hackerangriffen davon oder auch die Betriebssicherheit bei Datenverlust gewährleisten kann. Am 21. Oktober geht es um das Thema, wie komme ich denn überhaupt in die Cloud? Brauche ich SD-WAN? Wie mache ich eine technische Anbindung? Nutze ich Standleitungen wie EtherConnect? Nutze ich MPLS? Wie schaut so ein Vernetzungskonzept aus? Und das werden wir am 21. Oktober vorstellen. Und im Prinzip dann eher aus Anwendersicht oder für den Anwendersicht die Session Hybrid wird am 26. Oktober, wo dargestellt wird, wie dann letztendlich die User selber arbeiten in solchen Konstrukten. Und am 28. Oktober die Session, wobei da ist jetzt noch die falsche Uhrzeit drin, es wird um 14 Uhr sein, kaufmännische und rechtliche Aspekte, der zweite Teil von den Punkten, die wir heute hier schon angesprochen haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die Kollegin wird noch einen kleinen Feedback-Fragebogen in den Chat reinlinken, dass wir ein bisschen Feedback haben. Wie hat es Ihnen denn gefallen, sodass wir auch lernen können, was können wir vielleicht in Zukunft noch besser machen bei solchen Sessions? Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Zeit, die Sie investiert haben. Die Kollegen freuen sich auf Feedback von Ihnen oder auf die Fragen. Und damit haben wir ja ziemlich genau sogar just in time, eine Minute nach 11 Uhr, die Auftaktveranstaltung für unsere Rechenzentrumsreihe erledigen können. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.